Willkommen zu Frequent Traveler TV in der heutigen Ausgabe am heiligen Sonntag, der 21. November. 21. Geben wir euch einen kleinen Wochenüberblick und ihr werdet euch wundern, wer der Mann da ist. Ja, der Hofmeister ist zurück. Ich hätte es nicht besser sagen können, zurück zum Hofmeister. Ja. Aber wir werden einmal genau die Themen besprechen und ich werde ihn wie gewohnt einfach unterbrechen, wenn er zu viel redet. Wie immer. Ja. Wir haben aber auch ein paar Themen für euch vorbereitet. Wir werden einige Themen nochmal nachbearbeiten, die Mario belastet haben, die ich alleine bearbeitet habe, weil es da, nennen wir es einfach mal, Entwicklungen gegeben hat. Aber wartet wie immer, denn es geht weiter mit dem Intro. Willkommen zurück und ihr wisst ja, wie immer, auch wenn der Hofmeister da ist, ganz, ganz wichtig, Abonnierbefehl, abonniert diesen Kanal, macht die Glocke an, diesmal hat Mario die Glocke angemacht, damit er die Folge nicht verpasst und ganz wichtig, diesen Beitrag liken und unten kommentieren. Also insofern, lass uns direkt einsteigen, Mario, was war dein Thema der Woche, beziehungsweise dein Thema, wo du gesagt hast, da müssen wir nochmal reden, ich weiß zwar nicht, ob du schon drüber gesprochen hast, aber da müssen wir nochmal bei. Ja, du hast ja Gott sei Dank über ganz viele schon mal geredet in dieser Woche. Gibt noch sicherlich die eine oder andere Geschichte, die man vielleicht nochmal aufwärmen kann. Ich fand ja die Meldung ganz interessant, dass die 777 in Frankfurt war. Die Lufthansa tatsächlich noch vor dem großen Konkurrenten aus dem Nahen Osten. Nahe Osten, ist das korrekt geografisch? Mittlerer Osten. Die 777. Mittlerer Osten, die 777 Air bekommen soll. Ja, und was ich natürlich total irgendwie amüsant fand, auch als jemand, der in der Öffentlichkeitsarbeit tätig ist, dass ein neues Design bei Brüssel Airlines am Start ist und offensichtlich die Marketingfirma das von einer anderen europäischen Airline ein bisschen kopiert hat. Das finde ich höchst amüsant. Und als ich die Punkte gesehen habe, habe ich auch zunächst einmal an eine Airline gedacht aus einem restjugoslawischen Staat. Also insofern finde ich höchst amüsant. Ja, ansonsten hat der Lars ja, Gott sei Dank, ist da schon auf viele Themen eingegangen, gerade insbesondere was die Lufthansa angeht. Da müssen wir wahrscheinlich noch nicht wieder drauf eingehen. Aber ja, was hältst du denn davon, dass die 777 tatsächlich bei der Lufthansa als erstes eintreffen soll? Ich war ja in Dubai auf der Airshow und das ist ja dasselbe Flugzeug, was hier jetzt in Frankfurt gelandet ist. Hab das auch angesehen und es ist schon sehr, sehr impressive, wie man so schön auf Englisch sagt. Und Emirates, ich habe auch mit Sir Tim Clark gesprochen, und er ist halt mit Boeing immer noch nicht zufrieden. Also er sagt ganz einfach, dass man die Bestellung, nachdem man sie schon einmal umgemodelt hat, auch jetzt noch ummodeln will und hat ja auch vor der Dubai Air schon damit gedroht, dass man auf die 350er von Airbus umschwenken möchte. Wir haben für euch geiles Footage, da gebe ich jetzt einen kleinen Spoiler, wo man den Start sieht in Dubai. Die geht dann einfach so und dann und macht diesen eine Welle. Also das ist schon impressive, was das Flugzeug macht. Und ich glaube einfach, dass Lufthansa, der ja schon mehrfach Erstkunde bei Boeing war für Flugzeuge, 747-8, 747-400, glaube ich sogar. Dann waren sie bei der 737, 727. Also ich weiß gar nicht, welche alle die Erstkunde waren. Und man hat ja jetzt auch gesehen, dass man zum Beispiel bei der 747-8 eine von den Maschinen nicht abgenommen hat. Also 20 waren ja bestellt, 19 hatte man nur abgenommen. Die eine ist ja gerade trotzdem in Hamburg. Und jetzt schweife ich wieder vom Thema ab, aber bevor ich abschweife, wieder schnell zurück. Ich finde das ganz toll, dass die 777 bei der Lufthansa kommt. Die X vor allem auch mit der neuen First-Class-Kabine, mit der Business-Class, Premium Economy, die vielleicht auch aufgefrischt wird, man weiß es nicht. Und dann auch mit der Economy. Und damit ist das dann, wie das in der Branche auch heißt, Game-Changer bei der Lufthansa. Und ich glaube auch durch die Effizienz des Flugzeuges, dass die Lufthansa da einen guten Schnapp macht. Das mit dem Frachter haben wir ja nicht besprochen. Die wollen ja auch die 777X als Frachter bekommen und sind da am Verhandeln. Es ist ja jetzt in Dubai auch quasi, ja, gesagt worden, man will das noch nicht so ganz forcieren. Die ist ja noch nicht mal angekündigt. Genau, man will es noch nicht forcieren. Ja. Wobei Airbus den 350F ja schon verkauft hat. Aber ich schweife immer wieder ab. Ich weiß nicht, warum. Es tut mir leid.
Weil es einfach nur mit Ja zu beantworten, ja, ich finde es gut, dass Lufthansa der Erstkunde der 777X ist. Ja, sehr schön. Weiß man denn eigentlich schon, in welcher Konfiguration oder mit wie vielen Passagieren insgesamt die Lufthansa die 777X betreiben will? Ich habe da jetzt ehrlicherweise eine Wissenslücke. Da muss ich der Ehrlichkeit halber etwas nachschulen. Ich weiß nicht, hast du da irgendwas gefunden? Das Einzige, was ich halt weiß, ist, dass halt die First Class kommt, die neue, und die neue Business Class da reinkommen soll. Also insofern. Und 2023 hat man angedroht. Ja. Das ist bald. Ist bald. Nee, ich frage deshalb so forsch nach, weil ich habe es nämlich auch versucht zu recherchieren, konnte es nicht finden, weil über das Wochenende dpa vermeldet hat und diesbezüglich auch in fast allen Zeitungen in Deutschland abgedruckt, dass die 777 sozusagen kapazitätstechnisch der Nachfolger des A380 sein soll. Und da habe ich mir überlegt, Moment mal, in der 747-8 werden doch mit Sicherheit ein paar mehr Passagiere befördert werden als mit der neuen 777X. Also insofern weiß ich nicht darauf, wie man die 777X jetzt als Nachfolger des A380 bezeichnen kann. Aber wir wissen ja, dass bei dpa jetzt nicht zwingend nur Luftfahrtenthusiasten arbeiten. Also ich glaube ganz einfach, dass das thematisch in der Tat nicht so gemeint ist von der Kapazität her, sondern von der Streckenplanung her und von dem Workload her, den man für die 380er gesehen hat. Also insofern denke ich, dass da ein Missverständnis ist in der Perception von der Größe her. Es ist eher in dem Bereich der, in der Perception von der Netzwerkgeschichte. Ja, das mag sein. Das mag sein, obwohl man sehr stark auf die Kapazität der Passagiere dort eingegangen ist. Aber wie gesagt, das mag auf jeden Fall so sein. Ja, also da bin ich ganz deiner Meinung. Aber lass uns zum nächsten Thema gehen, zur Croatia. Also da ist ja bei Brussels ein Riesenproblem aufgetaucht. Ich hatte da ja schon drauf hingewiesen, aber das werden ja immer mehr Stimmen laut wegen Plagiat und so weiter. Und dieses Personal ist ja echt unhappy, dass man da 500.000 Euro bis jetzt nur ausgegeben hat, angeblich, für das neue Thema. Und die Flugzeuge werden ja erst immer dann umlackiert, wenn sie lackiert werden müssen. Und da ist es dann am Ende des Tages eher scheißegal, um es mal ganz brutal zu sagen, was drauf kommt. Die werden ja nicht lackiert, um sie zu lackieren, sondern erst, wenn es wirklich nötig ist. Aber Mario, ja. Findest du das als Copy-Paste? Naja, also natürlich nicht zu 100%, aber wenn man das Flugzeug so kurz auf den ersten Blick sieht, dann würde ich zumindest, gerade weil es natürlich auch neu ist bei Brussels Airlines, jetzt nicht zwingend auf die Lufthansa-Tochter oder an die Lufthansa-Tochter denken, sondern tatsächlich eher an Croatia. Und ich weiß nicht, man wird sich doch auch als Agentur irgendwie andere Flugzeuglackierungen mal angeschaut haben, insbesondere in Europa. Da hätte man doch also relativ schnell drauf kommen können, dass diese Punkte, die ja nun, also Punkte sind ohnehin meines Erachtens sehr markant. Und da wäre man doch eigentlich doch sehr schnell auf die Kollegin aus Kroatien gekommen. Aber ja, keine Ahnung, wer da so am Werk war, der Praktikant vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, also grundsätzlich war ja die Herausforderung für die Lufthansa, dass man alles weiß hat und dann so eine eigene Firmenlibrary hat, damit man untereinander die Flugzeuge einfacher austauschen kann, heißt also Teile, Triebwerke und so weiter, dass man halt dann nicht solche Szenen hat, dass dann irgendwie eine Cowling grau ist, die bei Lufthansa dann drauf fliegt, weil sie dann, also solche Sachen. Das ich persönlich, macht ja auch Sinn, macht Sinn. Ich persönlich habe ja auch das Lufthansa das neue Livery für einen Union-Nachfolger gehalten, beziehungsweise auch bei anderen wird es kopiert. Also die Farben der Fluggesellschaften sind mittlerweile sehr, sehr langweilig geworden und sehr homogen. Ja. Deshalb finde ich das jetzt nicht so dramatisch. Was mir eigentlich mehr immer wichtig ist, ist halt das Innenleben der Flugzeuge. Und da gab es ja diese Woche auch zwei Neuigkeiten. Einmal hat Tim Clark, und da will ich euch einfach mal das Foto reinspielen, gesagt, ich
lege das bei mir drüber, damit ihr Mario sehen könnt, während ich rede, oder umgekehrt, während ich rede, seht ihr Mario nicht. Die Premium Economy Class, und die Premium Economy ist halt die Premium Economy, die man auch bei Lufthansa kennt. Da sagt er, ja, das ist derselbe Recaro-Sitz, der die Lufthansa einsetzt, aber da sieht man halt mal, was man daraus machen kann, Vollleder und so weiter. Also da will man jetzt wirklich ganz knallhart Gas geben. Und um euch die Zahlen richtig zu nennen, hat Emirates gesagt, dass man in die 53 777s und in 52 A380er das Upgrade machen möchte für die Economy Class. Und man möchte auch die Business Class erneuern. Und da soll es halt auch wirklich so sein, dass die Business Class jeden Gang, also jeder Sitz, einen Gangzugang hat, was ja State of the Art ist, weil Emirates hat ja in der Tat noch eine 232 Bestuhlung, die halt durchaus kacke ist in der 737, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Aber die 777 mit der Premium Economy, die soll halt kommen, und die Flugzeuge sollen wirklich damit 105 Stück ausgestattet werden, Retrofit, was bei Emirates normalerweise nicht der Fall ist. Das heißt, die fliegen so lange, bis die auseinanderbrechen. Aber da man die Flugzeuge jetzt länger benutzt als vorher, weil der 380er ja quasi nicht mehr gebaut wird, dann ist das ja in der Tat wichtig, finde ich. Also ich weiß nicht, wie findest du die neue Entscheidung, dass man die Premium Economy, die man ja schon kennt, auch jetzt auf der Langstrecke macht, auf alle Flugzeuge, auf viele Flugzeuge? Also ich bin ja durchaus ein großer Freund der Premium Economy. Und wenn man den Sitz entsprechend noch durch edle Materialien ein wenig aufwertet, finde ich das wunderbar. Ich meine, die Premium Economy lohnt sich ja auch, vor allen Dingen, haben wir ja schon öfter diskutiert, für die Fluggesellschaften. Aber warum nicht? Ich kann ja immer nur sagen, für einen Tagflug, für einen Langstreckentagflug ist die Premium Economy eigentlich eine ganz angenehme Alternative. Wenn man zum Beispiel aus welchen Gründen auch immer nicht in die Business Class kann, weil es zu teuer ist oder möchte, aber auf der anderen Seite halt ein wesentlich bequemeres Produkt der normalen Economy oder gegenüber der normalen Economy darstellt. Also insofern, die Fluggesellschaften, und es werden ja immer mehr, die das einführen, sind da meines Erachtens durchaus auf dem richtigen Weg. Und wenn es dann auch noch schön in Leder ist, wunderbar. Ja, deshalb habe ich jetzt auch direkt das Bild eingeblendet, auch über mich drüber, weil ihr noch Mario lauschen konntet, von der Business Class, die Singapore Airlines in der 737 MAX einbauen möchte. Und da sieht man halt auch, dass die einen Thron haben. Im Hintergrund seht ihr auch die Zweier-Sitzreihe. Also insofern, das ist in meinen Augen schon tippitoppi. Fly Dubai hat übrigens denselben Sitz. Ja. Okay. Also ich finde das, ja, das Bild auch gesehen. Ich muss sagen, schwer beeindruckt. Also es ist, ich meine, es ist eine 737, ne? Also das ist. Ja, eben. da muss man halt sparsam gucken, und also ich finde es toll. Schreibt einfach eure Meinung, was ihr zur Premium Economy bei der Emirates haltet, was ihr von der Business Class bei der Singapore Airlines haltet, und natürlich haben wir auch noch ein paar Themen zum Thema Loyalität abgegriffen, und zwar ist das ganz spannend, dass viele Fluggesellschaften immer noch schauen, dass sie halt wirklich ihre Kunden durch Meilenkauf an der Stange halten. Und da hat zum Beispiel Hyatt eine Aktion, wo ich sagen muss, ja, das kann durchaus spannend sein oder Sinn machen, weil ich normalerweise da halt bei Hyatt immer sage, nee, nicht kaufen. Aber die haben halt wirklich einen 30% Discount bis zum Ende Dezember, den 30. Heißt also, man kann 55.000 Punkte kaufen, und es ist halt in der Tat hier so, dass man da jetzt mit diesen 30% da halt sparen kann. Das heißt also, dass man $1,320 normalerweise bezahlt, aber es gibt keinen Aufschlag an Punkten, sondern es gibt halt Rabatt. Also 30% Rabatt, und man bezahlt nur 924. Damit hat man wirklich dann die Punkte maximiert und auch einen Preis, der wesentlich günstiger ist als sonst, in meinen Augen. Also da macht es Sinn zu kaufen. Mario und ich, wir hatten ja geguckt nächste Woche in Berlin, ob wir da ins Hyatt gehen. Es war teuer, da wäre eine Punkteaktion natürlich angebracht gewesen.
super gewesen. Ja. Super, ja. Also ist sicherlich kein schlechtes Angebot. Wir können ja nochmal schauen. Ja, und was auch spannend ist, wo wir gerade schon bei der Hotellerie sind, und das ist halt das Thema diese Woche, dass natürlich einige auch ihren Status wieder verlängert haben. Also das heißt, ohne dass man übernachten muss. Das heißt also, dass Marriott hingegangen ist, ich finde den Beitrag gerade nicht, dass Marriott jetzt hingegangen ist und hat auch da den Status verlängert für die Leute und hat da quasi gleichgezogen wie Hilton und andere Hotelprogramme. Das ist auch interessant für alle Leute, die halt den Status nicht verlängert bekommen haben. Und natürlich für die, die ihn verlängert haben, ist das schade. Ich weiß nicht, Mario, fühlst du dich dadurch ein bisschen verarscht? Ach nee, nicht mehr. Also bei Hotels nicht so, bei Fluggesellschaften schon eher. Ich glaube, bei uns ist das noch etwas schwieriger und differenzierter zu betrachten. Ich finde, man sollte da eher dankbar sein, dass es die Möglichkeit gibt. Und ich finde ja, dass viele Hotels, insbesondere auch die Hilton-Gruppe, während der Pandemie ja auch denjenigen, die dann überhaupt in den Hotels waren, ja schon dort sehr großzügig manchmal entgegengekommen ist. Mit Upgrades, Lounge-Zugang und so weiter und so fort. Ich persönlich ist okay. Ich kann natürlich auch verstehen, wenn da jemand sich ein bisschen ungerecht behandelt fühlt. Und dann als große Abschlussmeldung, wo wir dann schon bei der Loyalität wieder gelandet sind, ist halt die Partnerschaft von Qatar Airways und JetBlue, dass man sich reziprok die Status-Benefits gibt und da dann halt die Meilen bekommen kann. JetBlue ist ja quasi so unser kleiner, ja, feuchter Traum, ne? Genau. Die Mint müssen wir unbedingt auf dem Weg zwischen London und New York ausprobieren. Ja, also insofern, wer Qatar Platinum hat, ich habe ihn noch ein bisschen, hoffe ich. Also insofern können wir es dann bei JetBlue ausprobieren. Und sagt uns, was ihr davon haltet. Was war eure Nachricht der Woche? Sagt ihr, das sieht aus wie Croatia 2.0? Sagt ihr, das ist die 777X will ich gar nicht fliegen, weil die vielleicht Probleme macht? Die Business Class oder die Premium Economy ist tippitoppi, aber im falschen Flugzeug im Fall der Business Class? Ich weiß es nicht. Was sagst du? Ja, schwierig zu sagen. Ja. Keine Ahnung. Also insbesondere bei der 777, da bin ich ja mal gespannt, ob das auf Dauer gut geht mit den abknickenden Flügeln oder ob es noch andere technische Probleme gibt. Ich meine, ein bisschen Verspätung hat sie ja schon, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Wir haben uns ja eigentlich dieses Jahr schon auf die 777 gefreut, weil ja damit auch die neue Business Class bei der Lufthansa einziehen sollte. Und das Thema hatten wir ja auch schon sehr oft. Jetzt kommen halt irgendwelche anderen Variationen, auf die wir natürlich auch sehr gespannt sind. Wobei das mit dem abknickenden Flügel halte ich für wenig problematisch, weil Boeing da sehr viel Erfahrung hat. Warum? Weil sie ja Kampfjets macht, die auf Flugzeugträgern landen, ja, und die das schon aus Platzergonomiegründen machen. Also insofern sehe ich das nicht so als problematisch. Ich hoffe, dass sie das Druckschottproblem lösen. Heißt also, dass die Frachttür da nicht mehr rausknallt. Wobei das, glaube ich, war einfach nur mal ein dummer Fehler. Ja. Insofern danke ich, dass ihr heute bei der Frequent Traveler TV Update-Geschichte dabei wart für diese Woche. Wir haben so ein paar Themen angerissen und ihr wisst natürlich, wie immer am Ende gibt es auch wieder den Abonnierbefehl nochmal. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, den Beitrag zu liken und vor allem unten zu kommentieren und Glocke, 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 Glocke. Genau, wir müssen immer so eine Glocke besorgen. Ganz wichtig. Ja, dann sagen wir einfach an dieser Stelle einfach, die Glocke kommt. Bis dann, ciao. Ciao, bis dann, tschüss.